Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück zu Grounded. Ach, ich glaube, ich gehe nach oben und springe dann aufs Dach und mache dann da das Zeug drauf. Okay. Yippie, Schweinebacke. Ach, scheiße, wir brauchten gar nicht so viel Claire. Ups. Ich habe einfach mal so 30 Klee mitgebracht, das war doch ein bisschen zu viel. Ah, ja, wenn wir ein bisschen was überhaben, das tut ja nicht weh. Ja, kommt ab in die Kiste. Dann brauchen wir da nur noch ein bisschen, ach ja, hier ist da ein bisschen was eingerissen. Braucht man ein bisschen Grashalme und dann passt das alles. Sind wir schon wieder fertig mit dem Bauprojekt. Ja, ich bin hier gerade noch dabei, ein bisschen neues Licht zu machen, weil ich finde das einfach zu dunkel. Und da brauche ich Spricks, also hier Spricks halt. Ich hatte ein paar in den Kisten gepackt. Ach, die sind schon längst verbaut. So, hier noch ein bisschen Reservegrashalme. Ich baller die jetzt einfach da mal ran. Ach, hier habe ich sogar schon mal eine Septruhe angefangen. Eine Septruhe? Ja, hier die zweite von links. Ich habe ja mal hier angefangen, ein bisschen Ordnung zu schaffen. Ja, ich ja auch. Darum gibt es ja eine Truhe mit extra Essen. Oh, fertig. Feierabend. Ein Grashalm packe ich nochmal auf unseren Reservestapel. Und hier könnten wir eigentlich auch mal wieder die Lehmbrocken zuballern. Weil du musst ja nicht mehr auf dem Boden sterben. Doch, ich wäre nämlich vorhin wieder fast durchgefallen. Echt? Ach, oh, kacke. Puh. Erstmal brauche ich einen Schluck Kaffee. Oh, es gibt ein Reparaturwerkzeug, habe ich ganz vergessen. Damit kann man Gebäude reparieren, aber ist ja bei uns gerade nicht nötig, oder? Nö. Oh, wir wollten noch die Falle fertig bauen, hinten bei den Spinnen. Stimmt. Das könnte man machen, oder wir gehen auf Marienkäferjagd. Boah. Also ich brauche auf jeden Fall viele Sprösslinge und viel trockenes Gras. Trockenes Gras kann ich hier gleich holen. Schlaufe gleich. Ich trinke gerade nur meinen Kaffee und gucke, was wir noch bauen können. Insektenachs hast du schon gebaut? Ich habe schon eine, ja. Dann brauchen wir noch mal mehr Spinnenseide und einen Marienkäferkopf. Ich will das auch. Bombe. Ach ja, da fällt der Pilzzuwachs. Will ich auch haben. Wir müssen noch ein bisschen was bauen. Spinnenfang durch. Ja, den habe ich zwar, aber ist das schon Stufe 2, was ich habe? Minzhammer, den meinte ich. Oder brauchen wir viele Minzbrocken? Der letzte Atemzug deiner Beute wird auch hier frischester oder frischer. Ah, macht sehr viel Schaden. Wir haben die Ameisenkeule, die macht weniger. Und man betäubt mehr mit dem Minzhammer. Dafür ist die Geschwindigkeit wahrscheinlich schlechter. Ne, gleich. Der Minzhammer. Wir müssen den Minzhammer bauen. Okay. Wir brauchen Spinnenseide. Jetzt sag bloß. Muss mal gucken, ob wir noch haben. Also, wir haben noch einmal Spinnenseide auf jeden Fall da. Ne, wir brauchen 9 für einen Hammer schon. Dann gebe ich mal was zum Spinnen gleich, ne? Ja, und ich hole dir mal dein trockenes Gras. Ach, hier ist noch 4 Spinnensalde. Ja, ja. Ich hole dir erstmal dein trockenes Gras. Das dauert hier ja ein bisschen, bis das fertig ist. Oh, hi, Ameisenkäferchen. Na, wie ist dein Tag so? Erzähl mal. Hey! Ich hab dich doch nicht beleidigt, du Arschloch. Brauchst doch gar nicht abhauen. Puh. Wollte ich mich ein bisschen unterhalten mit dir und dann haut er einfach ab, diese Drecksau. Ah, ein bisschen Sepp ist immer gut.
Also ich weiß nicht, eine Zeit lang war hier an diesem Ameisenhügel keine Kriegerameisen, ne? Und jetzt ist hier echt voll Party. Oh, da ist was zu essen gestorben. Schön, 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 schön. Und da ist noch ein bisschen Wasser. Oh, schön, 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 schön. Schön, 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 schön. Wir hatten hier ja auch noch irgendwo Dingenskirchen. Dingenskirchen? Ja. Ich weiß nicht, was du meinst. Dingenskirchen halt. Wie viel getrocknetes Gras brauchst du denn? Viel. Aber ich hätte gerne eine Zahl, definiere viel. Ich hab's nicht abgezählt. Schätze. 10. 50! Also, ich brauche pro Lampe. Ach nee, hier brauche ich Sprössling noch. Ich brauche pro Lampe 3 trockene Grasbrocken. Und das sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11. Also 33 brauche ich. Auf jeden Fall. Das ist doch mal eine Aussage. Damit lässt sich doch arbeiten. Ich bin hier übrigens gerade brav am Sortieren. Ja, muss ja auch mal gemacht werden. Ich weiß nur einer, ich mach's nicht. In dem Spiel bin ich echt Messi. Im wahren Leben nicht so, aber in dem Spiel hau ich alles in die Truhe. Es ist bei Conan nicht anders. Ich geb's ja zu. Ja, also ich meine, man könnte ja versuchen, dass man so eine Truhe so als die Messi-Truhe macht. Weißt du, so, ich bin gerade schnell zu Hause, also klopp ich das da einmal fix rein. Ja. Ja, wir fangen ja an. Also, wir sind ja ordentlicher, glaube ich, als bei Conan, oder? Nee? Ich hätte gedacht. Ey, geh weg, Ameisen. Dann greife ich dich an mit meiner Axt und hol ich hier nur ein bisschen trockenes Gras abhauen will. Wollen bald von mir getötet werden hier. Ich möchte auf dir reiten. Wie bei Ant-Man. Ich bin Ant-Man! Wie bei Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Ja, ich möchte auch so eine Ameise dressieren. Ich würde das cool finden. Oh, Meisi. So, ich glaube, ich habe genug trockenes Gras. Ist daneben gesprungen. Sieht ja scheiße aus. Ich finde, das mit dem Anbau sieht ganz nett aus, wie du da gebaut hast. Danke. Muss ich mal sagen. Danke. Da fehlt Sprössling. Ich möchte eine Truhe gerne als Dings machen hier. Waffentruhe? Waffentruhe, also so Ausrüstung habe ich jetzt hier die in der Ecke genommen, aber ich meine eine für so Käferteile und so. Ja, finde ich sehr interessant. Weil wir brauchen noch ganz viele Tiere. Ja. Ich glaube, ich habe so alt alles. Ich hätte noch ein paar Sprösslinge sammeln können. Dafür brauchen wir wahrscheinlich noch ganz viele. Wo darf ich denn hier noch trockenes Gras reinballern? In welcher Kiste? Warte.
könntest die hier nehmen. Und die hier nicht mehr. Die ganz linke? Nein, die ganz linke nicht. Okay. Ich will's mir ja mit deiner Ordnung nicht versauen. Ich will dich auch geraten haben. Boah, sieht das schön ordentlich aus. Dann hole ich noch mal ein bisschen Sprössling. Da brauchen wir ja auch noch mal so bestimmt 10, 20 Stück. Oh Gott! Oh Gott, ich muss trinken und essen! Oh mein Gott! Ja, das ist ein Survival-Game! Ja, ich bin hier gerade so voll in meinem Aufräumen-Wahn. Entspricht auch nicht unbedingt dem wahren Leben. Nee. Das ist genau andersrum bei uns. Das ist so schön im Spiel, räumst du auf, ich im wahren Leben. Ja. Hey, was mit ihr denn hier? Gibt's hier eine Versammlung? Sprössling, gib mir Sprössling. Es sind ja echt zu viele Ameisen für meinen Geschmack. Hm. Also ich finde, man muss die dressieren können. Fände ich super. Vielleicht nicht die Krieger, aber so die Arbeiter, dass man sich vielleicht so eine Gruppe von Arbeiter schaffen kann und dann hat man so eine kleine Armee. So fünf Einheiten Ameisen und dann geben wir gegen Marienkäfer an oder sowas. Ja, klingt gut. Vielleicht gibt es dann auch irgendwann Flugameisen. Wäre auch nicht schlecht. Oder wie die Viecher heißen. Es gibt ja immer so bei den Ameisen immer so komische Viecher, die sehen irgendwie aus wie Ameisen und die können fliegen. Ja, es ist, wenn die aufschwärmen, um ein neues Zuhause zu finden, sozusagen. Ja. Ja. Keine Ahnung, ob die irgendwie einen anderen Namen haben oder so. Geflügelte Ameisen? Keine Ahnung. Fly End. Warte mal, wo kommst du denn her? Was meinst du? Entschuldigung, ich habe hier gerade mit einem Dings geredet. Nicht mit mir? Nee. Oh, da fehlt nur ein drei Gras. Ist aber frech. Ach, bestimmt das ganze Licht lockt die an, ne? Wirklich? Naja, dann müssen wir mit den Ameisen auskommen. Auch das spiegelt nicht das wahre Leben wider. Für mich alleine werde ich immer im Dunkeln sitzen. Strom sparen. Der Monitor ist in der Lichtquelle genug. Warum liegen hier geflochtene Faser auf dem Boden? Wahrscheinlich, weil ich die von den Slime Molds abgenommen habe. So, jetzt haben wir hier unten genug Licht. Jetzt gehen wir mal hoch. Hier ist auch soweit erstmal fertig. Da oben sehe ich noch was. Was ist denn da oben los? Habe ich da was übersehen? Ach, das ist noch eine verfickte Lampe, wo ich nicht rankomme. Was fehlt denn da noch? Trockenes Gras. Ja, so ein bisschen Innenausbau muss man ja auch mal machen. Genau, tauschen wir mal. Gib mir mal das trockene Gras. Hier kriegst du ein bisschen Sprössling. Oh, ich habe noch was zu essen. Ach, ist das schön hell jetzt. Ich bin mal gespannt, wie es aussieht, wenn es dunkel ist. Ja, und ich bin gespannt, wenn ich die Lampe da fertig habe. Juhu!
Immer mit Hüpfen. So, die höchste Lampe ever. So. Jetzt habe ich hier aber auch gleich keine Lust mehr. Ach ja, was wollten wir jetzt hier machen? Also da ist jetzt Schlafzimmer und ich wollten wir hier noch was machen? Keine oder? Ahnung. Beobachtungslounge oder so? Lassen wir es erstmal offen. Vielleicht haben wir dann irgendwann in ein paar Folgen wieder Bock, irgendwas zu bauen. Ja. Ich habe jetzt auf jeden Fall keinen Bock mehr zu sortieren. Nö, ist okay. Wir können ja uns nochmal essen und trinken. Das mache ich zum Beispiel gleich. Ach, der Läusebraten ist bestimmt deiner. Richtig, habe ich frisch gejagt. Nur den einen gefunden, leider. Wir können ja die Spinnenfalle nochmal fertig bauen, wie gesagt. Könnte man machen. Man tötet mal da ein paar verfickte Spinnen. Oh, ist auch nicht schlecht. So, auf jeden Fall ist es jetzt hier halbwegs sortiert drin. Auf jeden Fall brauchen wir eine Waffen- und eine Ausrüstungskiste, habe ich schon gesehen. Bloß, wie lange ist es so sortiert? Alter! Bam, bam, bam. Ich habe mir jetzt so viel Mühe gegeben, das schön zu machen. Ich weiß, ich bin ein picky eater, aber still. Ja, hast du ganz schön gemacht. Ja, hör schon. Ja, ich weiß. So, und oben wollte ich noch zwei Betten aufstellen. Davon waren's. Wo waren die jetzt auf einmal? Und dann kann sich oben jeder sozusagen noch eine kleine Kiste machen. Hui, was ist das denn hier? Was ist denn das da? Kannst du mal gucken, ob es bei dir auch so schief aussieht? Warte, ich glaube, ich brauche das noch. Ich wollte mir noch eine Fackel basteln. Mach das mal. Ich werde nicht eine Ordnung hier durcheinander bringen. So, das will ich dir geraten haben. Komm mal bitte ins Schlafzimmer. Hör auf, hier rrr zu machen. Wir haben hier Zuschauer. Okay, ja. Ist der Boden hier auch bei dir schräg? Ja. Es soll so nicht. Also, darum ist auch die Pinkelrinne hier entstanden. Hey! Jetzt ist die Pinkelrinne weg. Und jetzt? Moment. Ah, pinkelt man im Fetten runter. Das ist irgendwie komplett schief geworden. So sollte. Ich hab das anders gemacht gehabt. Nein! Oh. Es reißt die alles ab. Ich dachte, wir wären fertig, können los. Alles wird abgerissen. Warum liegt hier Sprössling und. Das ist ja hier. Hier auf einer Baustelle. Ja, so ist keine Pinkelrinne da. Dann hacke ich nochmal kurz ein paar Grashalme für dich. So nett bin ich. Geht schon wieder die Sonne unter? Alter, wo ist der Tag hin? Ich wollte doch nur ein bisschen bauen. Tatsächlich ist es schon 3:30. Das ist ja wie im wahren Leben. Kackspiel. Bisschen hier machst du, bisschen da machst du, ist Tag rum. Und schon ist wieder Montag. Super. Danke. Ja, ich glaube, dann können wir diese Folge hinlaufen und nächstes Mal machen wir dann die Falle. Ja. Müssen dann noch ein bisschen was mitnehmen. Nadeln, Baumstämme oder Stämme oder wie die Dinger heißen da. Ja, die können wir da dann ja, wenn auch, schlagen. Achso, dafür brauchen wir jetzt hier auch Stämme. Oh, das ist aber schick. Ja, ne? Das ist schick.
Ah, hier fehlt noch Ton. Aber der ist ja auch da hinten bei der Spinne. Ton? Ton. Ja, da ist Ton in diesem Bett verbaut. Achso, ein Clay. Ton! Ha, 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 ha. Ja, ich wäre aber rein theoretisch so weit ab. Ne, ich habe jetzt noch einen Mist, den ich jetzt wegsortieren muss. Ordentlich sortieren muss. Okay, dann hole ich noch mal kurz zwei Unkrautstängel. Kriege ich ja wieder Ärger. Richtig. Ups. Wir brauchen vier Unkrautstängel pro Bett. Wir sollten noch was zu essen mitnehmen, ne? Weil wir wollen ja nicht da übernachten. Wird ja wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Yay! Das erste Bett ist fertig. Welches möchtest du denn eigentlich haben? Ist mir gerade Wumpe. Und dann ist das hier meins. Wir brauchen ja noch Stämme, Dornen. Die hole ich mir jetzt hier von dem Ding hier und von der Distel. Ich bin gerade überlegen, war das Vieh warum, Nacht oder Tag? Warum brauchst du jetzt dort? Ach so, für die Falle, da war ich wollte noch. Die Wolfsspinne ist nachtaktiv. Ach, die war nachtaktiv, sicher. Ja. Ja. At least it's clean. Ish. So, 40 für ein, zwei Fallen wird noch reichen. Also von mir aus können wir jetzt los. Ja, von mir aus auch. Wir brauchen noch Blüten irgendwo her, ne? Ja, dann gehen wir hier lang. Komm. Warte, wir können auch einfach Blütenblätter mitnehmen. Wir haben so viele Blütenblätter. Dann nehmen welche mit. Ich trinke erstmal Kaffee. Trink du deinen Kaffee. Ach ja, wir haben ja an den Türen Oberlichter. Wie viele Blütenblätter brauchen wir denn? Ich glaube mindestens 4 für die Falle. Guck doch mal nach. Aber vielleicht sollten wir noch eine zweite dahin stellen. Mach mal 8. Dann stellen wir da 2 hin, dann werden die richtig abgehen. Dann werden die abgehen, die Spinnen. Die denken so, oh geil, Blütenblätter, ich will Blätter. Gib mir Blätter. So. Okay. Ja, das ist der Kaffee, der ist stark. Ich hab die Blätter. Okay. War das da, wo der Totenkopf ist? Nee, ne? Das nein, beim Totenkopf ist der Ameisenhügel. Aber ich glaube, das war doch grob die Richtung, oder? Ja. Ja, das ist grob die Richtung. Passt schon. Da so lang. Okay, ich folge dir. Also aktuell sterben wir hier auch zu wenig. Geräusch. Findest du das traurig? Oh, da ist ein Effet. Blattlaus. Inventar ist voll, ich kann es nicht nehmen. Wie, dein Inventar ist voll? Ja, ich habe ja schon alleine, du kannst ja nur 10 Stacheln immer mitnehmen. Dann haben wir ja schon 4 Slots belegt. Hast du? Wir können ja gucken, dass wir vielleicht da nochmal uns ein Lagerfeuer aufstellen, weil dann können wir auch da die Blattlaus rösten. Weil sonst genau. Ist die definitiv schlecht, bis wir wieder zu Hause machen sind. Machen wir. Bauen wir uns dann noch ein schönes Lagerfeuerchen, damit wir nicht frieren und... Was ist denn da? Oh, Akkuspinn. Spinn. Alter, was ist denn hier los, Alter? Das ist eine richtige Ameisenversammlung, ist ja der Hammer. Der Hammer ist ein Werkzeug. Ja, ich weiß. Hammerhart.
Ah, dann können wir auch hier in der Ecke ein bisschen Milben töten. Oh, ich kann jetzt hier dieses Unkraut direkt töten. Geil. Ah, da ist eine Spinne drin. Okay, ich bin weg. Oh, schade, auf dem Kopf kann man keinen Grill aufstellen. Sprössling, Kiesel, trockene Grashalme. Sprössling habe ich dabei. Achso, hier. Ach, Inventar ist voll. Ich baue nochmal ein, zwei Fallen auf. Ups. Muss ja mit Anlauf. Whee! So, jetzt fehlen nur noch drei Kiesel. Light. Burn back the shadows and turn away the inky depths of the night. Oh, wie praktisch. Hier ist ein Kiesel zum Zerkloppen. Die zwei habe ich, glaube ich, aufgesammelt. Egal. Hat nicht mal hier einen Haufen Mist hingeschmissen? Vielleicht ist es ja mittlerweile weg. Keine Ahnung. Da unten liegt zum Beispiel, naja. Feuer! Warte, der hat Feuer gemacht! Dann hau ich hier meine Kiesel raus. Ach, die hätte ich gar nicht mitnehmen können, weil ich keinen Platz hatte. Ah. Ach so, brauchtest du... Genau, du brauchst noch... Ja, mach mal die Blüten drauf. Da traue ich mich gerade nicht ran. Nummer 1. Au! Ja, was passiert? Au! Oh, deswegen bin ich dagegen, die Fallen fertig zu bauen. Weil ich bin jetzt fast tot. Ja, dann heil dich mal. Warum wächst hier überhaupt was nach? Oh, Wolfsspinne hinter mir. Es funktioniert. Also, zumindest steht sie da. Die vorderen Fallen müssen auch noch fertig werden. Ja, jetzt machen wir erstmal die Wolfsspinne platt. Ich wollte mir gerade da was zu trinken holen. Hallo, Minosch. Ja, das super. War doch voll entspannt. So habe ich das gern. Ja, ich auch. Don't even need to boil it. Wollte ich gerade sagen, du nimmst die Spinnteile. Ich nehme Pfeile. Ja, ich möchte aber auch noch ein paar Pfeile hier, ne? Ja, ja. Das waren ja nicht alles nur deine Pfeile. An alle wird man nicht mehr reinkommen, glaube ich. Doch, da. Ah, wir brauchen Saft. Und Unkrautstängel. Oh, ich mach die Unkrautstängel. Mach die Unkrautstängel. Weil ich kann direkt die nehmen, die hier oben wachsen. Hehe. Mach das. Hau sie so weit weg, wie nur irgendwie möglich. Wir brauchen ja eh diese komischen Seile davon, ne? Baumfeld! Also die... Au, au, au! Fuck! Aua! Hilfe! Wie bist du denn? Ich bin in eine Falle gefallen! Da ist eine Falle! Ich hoffe, die Spinne ist jetzt nicht da. Das hoffe ich auch. Well, how was a near-death experience? Ich wollte hier erstmal hochgehen und Seile machen.
Achso, ich hab's jetzt auf den Boden geschmissen. Ist ja fantastisch. Ich gehe gleich mal Zap holen. Ja, hol mal Zap. Aber wir können noch mehr, können ruhig noch ein, zwei Fallen mehr aufbauen, glaube ich. Ja, also ich wollte mir vor allem Zap holen, damit ich mir noch ein paar Dings machen kann. Smoothies oder sowas? Nicht Smoothies, Verbände. Okay. Brauchst du ein, zwei gerade lebenswichtig, oder? Ja, werden schon nicht schlecht, aber ich weiß ja, wo es ganz viel Zap gibt, einmal um die Ecke. Okay. Und ich glaube, ich brauche doch nur Pflanzenfaser und Saft, ne? Ja, ich glaube, es war jetzt nicht so kompliziert. Ja. Aber ein paar Pflanzenfasern brauche ich noch. Sieht das alles schon wieder besser aus. Dann hau ich noch ein paar von den Stängeln hier um. Damit die möglichst nicht nachwachsen. Trockenes Gras braucht es denn nicht, ne? Nee. Eine Spinne auf jeden Fall. So, was brauchst du? Soll ich noch mal ein bisschen Saft holen? Ja, hol noch mal ein bisschen Saft. Brauchen ja nicht mehr viel, aber so ein bisschen noch, ne? Ein bis. Wolltest du was sagen? Hm? Wolltest du etwas sagen? Nee, ich hab nur mal geguckt gerade noch, wie viel wir von diesem komischen geflochtenen Zeug da noch was brauchen. So, dann fehlt nur noch eine geflochtene Faser. Und dann war's das. Ja, hab ich. Bin nicht dabei. Cool, yo. Ja. Und jetzt? Man könnte theoretisch noch ein, zwei bauen. Uff, ja. Ich guck mal gerade, ob hier irgendwo ein Tautröpfchen ist. Ah, da. Ah, das fällt direkt auf die Falle, ob das so klug ist. Nehme ich den da. Komm her, du Tautropfen! Reicht dann aber. Das ist die Falle des Todes hier. Das ist die Falle für Wolfsspinne Edition. So. Jetzt habe ich ja mittlerweile so viel umgeschlagen, dass hier so viele Grashalme rumfliegen. Ich habe hier, glaube ich, gerade einen
Blattlaus gehört. Ja. Würde ich gerne töten. Ja, bin ich. Kann ich auch gebrauchen. Ja, einer liegt ja auf dem Grill. Achso, ich dachte, die hast du schon gegessen. Nein. Ah, hier ist noch Ton. Wir brauchen noch Ton. Soll ich dir was mitnehmen? Ton? Ja. So, ich habe noch eine Blattlaus erlegt. Was habe ich denn eigentlich so viel Scheiße? Wieso? Achso, nee, das Spinnengift ist ja neu. Okay. Das ist keine Scheiße, das Spinnengift. Nee, das Spinnengift nicht. Na gut, trockenes Gras könnte man weghauen, Pflanzenfaser auch und Blütenblatt gegebenenfalls Pflanzenfaser auch. Pflanzenfaser auch. Du kannst da dieses geflochtene Scheiß von machen. Ja, aber nicht mit einer. Nee, aber ich schmeiße raus und nehme ich sie. Ah, warte, ich kann ja gleich eins machen. Und warte. Du. Wupp. Bitteschön. Dann gehe ich noch ein bisschen Leben kloppen. Ja. Das Inventar ist zu klein. So, verbrauche ich hier nochmal diese eine Schleimpilzfackel, die ist sowieso in ein paar Minuten weg. Ein paar Sekunden trifft es eher. Und da ist er schon weg. Auch nur Platz weggenommen, das scheiß Ding. Hm? Hör auf, ist zu früh. Es ist auf jeden Fall nicht so früh, um Lebkuchen zu essen. Das stimmt. Die sind lecker. Hast du noch Saft oder Sept oder was? Nope. Na, hier bei den 1000 Milben hier. Hier auf dem Haufen. Uiuiuiui. Holzstamm. Ich bin nur noch ein, zwei Stämme. Ne, fünf Stämme fehlen. Warte, ich komme gleich und dann hau ich noch den einen Unkrautstängel um, der da oben wächst. Jo. Ich will hier nur noch schnell diesen Tonbrocken machen. Oh cool, im Dunkeln leuchtet ja auch diese Halloween-Lampe da oben. Ah, cool. Ich mag Halloween. Das ist viel cooler als Fasching. Fasching klingt auch scheiße. So vom Namen her. Oder Karneval. Ja. Ah, hier hinten ist ganz viel Wasser, so. Oh, gut. Achtung, Unkraut fällt gleich. Unkraut! Ja, wie? Nur vier Stück? Ach so, vier. Ne, hier ist noch. Zwei. Trotzdem mager. Ne, reicht aber. Ist trotzdem eine magere Ausbeute. Wir brauchen hier nochmal drei und dann können wir den Rest mit nach Hause nehmen später. Ich glaube, wenn wir abhauen, nehme ich auch ein paar Grashalme mit. Aber ich hätte jetzt gerne nochmal ein, zwei Spinnen. Wir können ja nochmal so. Au! Au!
Man könnte, wenn noch mal zur Eiche gehen, zu Börgel. Wir haben ja sowieso noch... Oh, Katze, du bist neben mir. Wir haben ja sowieso noch einen Auftrag, den wir abgeben können und können uns einen neuen Auftrag holen. Können wir da mal Ringkäfer töten? Ja. Ich will aber sagen, mach mal nächste Folge. Okay. So, ich nehme mal eine Laus mit. Ich auch. Ich fühle mich recht voll wieder. Ich glaube, ich esse die auch gleich. Nee, ich habe leider... Ich hab mich schon mit hier, ich hab den Hunger mit Eichelbrocken verdorben. Ja. Ich hätte gerne noch eine Spinne. Tja, ich glaube, die eine Spinne, die hier war, die haben wir schon gekillt. Aber letztes Mal, als wir hier waren, waren zwei. Ich weiß. Ich guck nochmal in die Höhle. Guck mal in die Höhle. Aber die ist da nicht drin, ne? Es ist ja gerade ihre Actionzeit. Hallo, ist da eine Spinne drin? Hallo! Nee, kannst ja mal reingehen und gucken. Da ist ein Grashalm, der schützt vor diesen Spitzen. Ich gehe da nicht rein. Die siehst du normalerweise hier vorne. Ja, genau die Richtung, da gibt's ganz viel. That's not so bad. Hier ist offensichtlich keine Spinne, Heinrich. Mach mal einen Lockruf. Ich kann keinen Spinnenlockruf. Ich bin nun mal leider kein fremdsprachenbegabter Marienkäfer. Ja, der fehlt jetzt. Wenn das Licht angeht, leuchtet dann auch dieser Halloween-Schnädel nicht mehr? Ich habe keine Ahnung. Also es ist halb viel. Hast du von der Wolfsspinne einen Kopf gekriegt? Nein, ich habe Spinnenbrocken, Spinnengift und Spinnenfang bekommen. Es gibt einen Spinnenkopf? Ich gehe davon aus. Wenn du von jeder Sorte, die es hier gibt, irgendwie eine Deko basteln kannst, warum solltest du da... Also ich weiß nicht, ob es einen Spinnenkopf gibt, aber ich guck mal kurz nach, warte mal. Ich will ja keinen Schabernack erzählen. Ich hätte jetzt aber ja gesagt. Wo war denn hier Deko? Eine Radnetzspinne Wanddeko gibt es. Das ist aber nicht die Larve, Bombardier-Arschlochkäfer, Marienkäfer, Wolfsspinne. Ja, gibt's. Ah, da brauchst du Spinnenfang. Hast du recht. Den habe ich. Oh, ist ja leicht gemacht. Ein Spinnfang, eine Eichelschale, zack, Wanddeko. Ach, siehst du, Eichelschalen können wir noch gebrauchen. Was ist ein Wand? Waffenwanddeko. Ah, cool. Aber war es mit ausgestopften Tieren oder habe ich mich da verguckt? War das, habe ich das geträumt? Nee, das ist bei Kunst. Ah, nein, das sind Daten. Da haben wir auch schon recht viel Kunst. Ausgestopfte Laus, das finde ich auch cool. Ausgestopfter Rüsselkäfer. Ekliger Rüsselkäfer. Milbe. Verwendung für Fragezeichen. Verwendung für Frage. Achso. Ja. Wird man wahrscheinlich erst rauskriegen, wenn man es hergestellt hat. Ja, Bombardierkäfer. Ich glaube, das ist so ein Arschlochkäfer, will ich nicht haben. Aber so eine Laus könnte man ja easy peasy ausstopfen. Das wäre ganz knuffig. Ausgestopfte Kriegsameise. Oh ja, das ist ja. Also ich finde, wir können auch einen ausgestopften Bombardierkäfer in unseren Turm hängen. Nee, den will ich nicht haben, ich mag den nicht. Okay. Ein Arschlochkäfer. Das ist wie bei Kone mit dem Schuhschnabel, Scheißvogel. Welcher Vogel heißt Schuhschnabel? Das ist ein Vogel, von dem der Schnabel so aussieht wie ein Schuh. Nee, das ist hässlich. Will ich nicht. Da kann er doch nichts für. Es wird langsam hell. Ja, ich bin enttäuscht. Kackwolfspinnen. Es gab hier noch irgendwo einen dritten Schlafplatz. Ja, da bei Börgel ist ja auch ein Schlafplatz.
Ja, aber da haben wir die Falle nicht. Da hast du recht. Ich habe gehofft, dass jetzt alle Spinnen. Ja, da ist irgendwie noch so ein Laubhaufen, wo wohl eine drin hockt. Zumindest hatte das unsere Lieblingseule gesagt. Ja, hier, aber hier ist keiner. Also hier ist ein Laubhaufen. Weißt du? Ja, ne, hier ist keiner drin, da hast du recht. Ich geh jetzt hier mal ein bisschen weiter hier. Ja, ich bleib mal in deiner Nähe. Spinne, Spinne. Huhu. Da ist Spinne. Was für eine? Das sah sehr nach Wölfchen aus. Oh, mein Bogen ist gar nicht Gott sei Dank, das ist nur eine Milbe. Oh. Ah, hier ein Rüsselkäfer und eine Milbe. Ja, das ist eine Wolfsspinne. Die ist da hinter dem Hügel. Ja, Mist, ich bin voll. Hier, wir brauchen keinen Saft fallen lassen. Milbenpilz. Nein! Wer? Die steht da schon etwas aggro-mäßig. Guckt die uns an? Ja. Nö, die hat sich wieder abgewandt. Sie ist halt scheiße schnell, das ist halt das Dumme. Ah. Ja. Okay. Na, kommst du? Hallo. Kommst du? Kommt sie? Zumindest habe ich rote Augen gesehen. Ich sehe sie nicht. Wo ist unsere... Oh, ich habe mich verlaufen. Hä? Ah, hier. Ach, da ist sie. Oh, sie kommt auf mich zu. Auf dich? Okay. Ja, warte. Sie hat sich wieder verlaufen. Sie hat meine Spur verloren. Bleib bitte da, wo du bist, damit ich schnell den Rückweg finde. Ja, ich bleib hier mal in der Nähe. Ich weiß nicht, wo sie ist. Und das Gras ist hier so dicht. Ja, ist voll ätzend. Nicht, dass sie jetzt Pendel gelegt hat. Ich hab's auch extra angeditscht. Sie sollte aggro werden. Die war auch aggro. Wir sollten diese Falle auch nochmal markieren, glaube ich, hier. Nicht, dass sie uns flankiert. Das wäre echt geil. Aber ich sehe sie gerade nicht. Ach, ich habe sie wiedergefunden. Ist man da oben wohl ein bisschen Sicherheit? Nein, ne? Bestimmt nicht. Lauf! Lauf, Schlampe! Oder Forrest Gump. Wo bist du? Ich bin zu Hause. In der Falle. Spinne, kommst du mal hierher? Ah, die kommt von dem Stein nicht runter. Also vom Hin- und Herlaufen wird mir durstig. Ach du Dummer. Gehen wir jetzt hier auch auf den Stein und killen das Vieh. Wo bist du denn? Ach, da steht sie in Aggro-Haltung. Im Blatt? Ist sie festgepackt? Längst ist noch ein Bombardierkäfer, da würde ich jetzt nicht hingehen. Der hinterm Stein, so ein Arschlochkäfer. Ah, oh, sie ist festgepackt. Easy to win. Dann müssen wir den Bombardierkäfer aber auch gleich erledigen. Ja. Ah, von denen hätte ich gerne Wanddeko. Bombardierkäfer? Ja. Hast du nicht gesagt, du willst vom Arschlochkäfer nicht? Ich will ihn nicht ausgestopft haben. Ach so. Wanddeko schon, nicht ausgestopft. Okay.
So. Komm her, du kleines Arschloch. Siehst aus wie so ein kleiner Tyrannide. Da sind noch zwei weitere Arschlochkäfer. Dann haben wir gleich genug von den Parts. Spinne hast du abgebaut, ne? Jawollo. Welchen schießt du jetzt an? Okay. Oh, der kommt aber. Pass auf, der kackt bestimmt auch. Mach schon. Oh, 17 Pfeile habe ich noch. 16 mache ich. Ah, ich habe noch 30. Den dritten auch noch? Ja, aber lass mich mal kurz Pfeile sammeln. Du kannst mir kurz sagen, ob er kommt oder nicht. Okay. Nö, da guckt er gerade eher so ein bisschen blöd in der Gegend rum. Das ist okay, soll er machen. Jetzt verpieselt er sich gerade. Oh, jetzt habe ich wieder Pfeile. Okay, Moment. Dann nehme ich mir auch noch ein paar. Dann komme ich wieder runter. Dann komme ich mit. Ja, alle Pfeile will man nicht wieder kriegen, ja. Ja, so ein bisschen Schwund ist immer, kennst du ja, wenn man Bogenschießen ist, Pfeile suchen, man kriegt nie ja, alle wieder. Ja, aber die glitschen nicht unter Steine, ja. Ja, man könnte ja den Kiesel einfach abbauen, ne? Ja. Oh! Hinter dir, hinter dir! Aua, 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 aua! Ah, ich hänge fest! Ja, ich hänge fest! Ich habe ihn extra versucht abzulenken. Er hat sich auch selbst angespuckt. Schloch. Es ist halt ein Arschlochkäfer. Richtig. Oh, da kommt ja hoch. Für Rohan! Und Tim Bombadil und wie sie alle heißen. Tom Bombadil. Woher kennst du Tom Bombadil? Ja. Du hast die Bücher nicht gelesen. Woher kennst du Tom Bombadil? Ach so. Vom Spiel irgendwie? Ich habe keine Ahnung, vielleicht weil du es mal erwähnt hast oder so. Was weiß ich, ich habe die Bücher nicht gelesen. Nein, ich bin voll! Ich bin auch gleich voll. Oh, ich will... Willst du noch, kannst du die Bombardierkäfer-Sachen nehmen? Ja, die habe ich schon genommen, deswegen bin ich ja fast voll. Nee, hier oben war noch einer, ich schmeiß die wieder raus. Ich will die Pfeile haben. Ich hab hier noch ein paar Sachen hochgeworfen. Wo denn? Hier. So, okay. Jetzt bin ich aber auch wirklich ganz schön voll. Ich komme nicht an den letzten Pfeile. Doch, hier, da ist noch einer. Ich will ihn haben. Okay. Ja, die anderen zwei lasse ich mal da. Wo sind? Ach, hier ist auch noch einer. Zwischen deinen Beinen habe ich ihn weggenommen. Ah, schön für dich. So. Weil ich kann. Let's go home. Jo, oh, da ist noch ein Pfeil. Oh, hier oben ist auch noch einer. Vorne auch alle Ameise. Ach, der ist im Stein. Hm. Ja, ich glaube, wir sollten noch langsam die Folge beenden, die ist, glaube ich, schon. Ah, ich glaube auch. Ist das eine Spinne? Nee. Ich gehe nochmal zu. Bleib hier! Aha! Ich brauche eine Laus. Die andere ist noch. Ach, die habe ich ja eh gebraten. Warte, die ist da oben. Nee, ich habe eine gebraten. Die zählt nicht. Dann brauche ich zwei. Da! Ups! Aua! Bitte, da, Laus, nimm, Laus. Danke. Danke. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir jetzt schnell hier die Folge und reingehauen bis zum nächsten Mal, ne? Jo, macht's gut. Bleibt gesund und so. Ciao. Tschüss. Oh, ganz viel Spricks. Oh, Sprick-Paradies.